Fehlt jetzt nur noch der Drabo? Ja, Drabo ist gleich drin. Drabo ist da. Ja, wenn du an denen vorbeikommst. Nee, ich umarme nochmal Leute. Ich umarme die auch, die Ananas. Und du wirst auch umarmt. Wir werden alle umarmen. Wer will Liebe? Wer will Liebe? Geh rein jetzt. Wer will Liebe? Hoffentlich wird er raus. Oh, ja, ich würde sagen. Oh, wir verstehen uns gut. Ihr müsst jetzt einer in die ganze Zeit festhalten, ne? Nein. Oh. Was? Die Oh nee, nicht die Wippen. Ja, ich weiß, macht schon mal eure Lautstärke runter, Leute. Unser Lieblings-VIP ist am Start. VIP? Ja, den hat er doch gerade schon gebracht, Mann. Ja, wow. Ich finde ihn immer noch lustig. Ich vergesse seine Witze halt immer sofort. Boah. Das ist ziemlich okay. Gut. Pfui. Nein, ich hasse euch. Nein, der eine hat's geschafft. Wir hatten der eine das geschafft, bitte. Nein! Oh Gott sei Dank. So, erste VIP-Phase. Oh, das ist ein anderer Pommes-Mann drin hier. Ja. Die gelbe ist echt. Es kann nur eine Pommes schräg. Geben. Yes, check. Ah, er fällt auf ihn drauf. Mach doch die VIP. Da bin ich wieder bei der lila ne Wippe. Wobei die hat Spaß. Das ist genau derselbe Schmutz wie gerade. Nein, wieso bin ich jetzt auf dieser Seite? Nein. Jetzt dreht er das Blau. Oh, wieso verdammt, bin ich auf dieser Seite gespawnt? Boah, es ist immer die, weil die Leute das da unten nicht können, ja, die Danke. Können es einfach nicht. Die jumpen da drauf und die können es einfach nicht. Also Team Pommes macht hier einen ganz guten Lauf hier vorne, würde ich sagen. Ah, er fällt wieder runter, ja, ist okay, Bruder. Ich bleib jetzt einfach hier stehen und mach einfach gar nichts mehr. Ja, Whitey, never give up. Wie kann ich hier Emotes machen, um zu tanzen? Analog Steuerfolge. Ja, mach ich jetzt einfach. Ja, weißt du, guck mal, die lila ne Wippe, ne? Guck mal, wie Schmutz. Weil die Leute es einfach nicht begreifen. Die jumpen da immer weiter drauf. Die jumpen auf die Wippe, Alter. Die steht schon senkrecht, Mann! Die steht schon senkrecht. So, zweiter gewesen. So, wo seid ihr denn? Da ist Whitey. Aber Whitey hat noch nicht aufgegeben, finde ich gut. Tommy ist auch schon ziemlich nah am Sieg. Bei Whitey ist es noch spannend, ich glaube bei Whitey zu. Ja, da kommst du nicht rüber da. Die jumpen auf die Wippe, wenn die schon gerade steht, Alter. Da musst du die mal rein. Nein, nicht jetzt rutschen, nein! Die Taube Hotdog ist Steinzeitmensch, kosten kein Geld. Ja, stimmt, die Taube habe ich vorhin freigeschaltet. Dieser komische Werwolf oder was das ist, der kostet auch kein Geld, den habe ich auch schon. Wieso rutsche ich da? Was ist das denn? Genau, never gonna give you up, never gonna let you down. Die sind waagerecht und ich rutsch aus? Schafft ihr noch. Gerade sagen. Noch ist nichts verloren hier. Auch von hinten kann man hier nochmal relativ schnell aufholen, weil dann die Wippen wieder gerade sind. Fast 30 Plätze hier. Ja. Kritisch ist es immer, wenn, also noch, ich geb nicht auf, wenn man in der großen Masse drin ist, die dann zu blöd sind, die Wippe zu bedienen. Beziehungsweise immer glauben, dass alle anderen die Wippe bedienen. Nein! Oh, das war bitter, dass du da umgefallen bist. Nein, mein Stream leckt nicht. Das liegt da an der Internetverbindung. Es ist nie der Streamer. Nee, es ist auch echt nicht so. Mir wird nichts angezeigt. Ja, nein, schützt mich doch nicht! Jetzt rüber! Ah, oh, schön, Whitey! Jawohl, Whitey, yes. Komm also! Jawohl, siehst du mal! Easy going, Hammer. Von der SS. Hammer! Schön. Hammer alle drinne? Ja, ich denke. Okay. Das ist gut. Oh, die andere Pommes scheidet aus. Oh, Valedix! Die andere Pommes war doch direkt bei mir vorne vorhin. Nein, Valedix hat es nicht mehr geschafft. Drei Pommes. Müssen es drei gewesen sein. Und ein Hotdog. Nein, ich habe euch nicht gesehen. Eine Pommes ist ausgeflogen. Ja, es sind echt drei Pommes. Also, okay, nee, die andere Pommes, die war so weit hin, die habe ich nicht gesehen gehabt vorher. Zwei Pommes, zwei Hotdogs sind noch drin. Und eine Ananas. Genau. Ist aber eine andere Ananas. Ich weiß gar nicht, wie man die Ananas bekommt. Die muss man auch freischalten, oder? Also kaufen ist, glaube ich. Nee, es gibt ja die. Zum Kaufen gibt es die, glaube ich, nicht, die Ananas. Ja, die gab es vielleicht gestern oder vorgestern. Ja, stimmt, es gibt ja verschiedene Sachen. Heute gibt es den Dinosaurier. Den Dinosaurier habe ich gesehen. Ja. Schon wieder. Das haben wir fast immer, ne? Naja. Das Takeshi-Türen spielen wir gar nicht mehr. Stimmt, das Takeshi. Die Türen hatten wir noch kein einziges. Ja. Krass, das ist echt. Es ist so unterschiedlich. Naja, ist halt Zufall. Es ist so unterschiedlich, wir haben die ganze Zeit dasselbe. Ja, aber das kann halt auch Zufall sein, dass immer. Das ist halt nicht so wahrscheinlich, aber das kann halt passieren. No! Oh, da bin ich weit geflogen. Oh, da bin ich richtig gut geflogen, zweimal. Zweimal verkackt. Cheatet er wieder. Ja, richtig angehabt, aber richtig. Alter, die fliegenden. Oh nein, man darf nicht in die Masse reinkommen hier, dann ist es vorbei. Sobald man hier in der Masse drin ist, ist es. Oh, da schwimmt. Dann kommt man hier gar nicht mehr hoch. Ups, raus. Die schubsen mich alle. Nein!
Also oh, ist eklig. Wenn da, das ist echt, wenn es da nur so eine gute Kugel ist. Lin hat den alternativen Weg entdeckt. Ja, alternativer Weg. Ach komm, da war ich sich von der Schaufel über das über die, den Zaun schmeißen lassen. Ja, funktioniert auch vielleicht. Funktioniert auch vielleicht. So, ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte, wir wagen die Mitte, Lin. Irgendwann, alles muss, klar. Es mal, irgendwann muss es mal klappen. Scheiße. Ja, jetzt mal. Nein, ich komm zu dir. Ich bin auch drüben gelandet. Hi, Lin. Aber das ist das Schöne an der Mitte, du kommst trotzdem. Ja, meistens landest du auf den Plattformen hier, das stimmt. Ja. Nein, und dann läufst du geradeaus runter von der Plattform. Aber man landet doch wieder hier. Man landet, man muss nicht den kompletten Weg nochmal machen. Oh nee. Auf dir. Nein, zu spät gesehen. Zauber und dann ich. Naja, das war jetzt. Zauber und die Gurke. Das war jetzt nicht so das Wahre hier. Ah, Mister, komm ich da? Ja, da komm ich noch durch. Fehlt jetzt nur noch der Drabo? Ja, Drabo ist gleich drin. Drabo ist da. Ja, wenn du an den vorbeikommst. Nee, ich umarme nochmal Leute. Ich umarme die, die Ananas. Und du wirst auch umarmt. Ihr werdet alle umarmt. Wer will Liebe? Wer will Liebe? Geh rein jetzt. Wer will hoffentlich, Liebe? Hoffentlich wird er raus. Oh, ja, ja, ich würde sagen. Oh, wir verstehen uns gut. Jetzt einer in die ganze Zeit festhalten. Ne? Wenn irgendein Zuschauer dabei ist, haltet den Drabo. Haltet den Drabo. Alter, wie viel? Vom Allerfeinsten. Oh Mann. Pommes dürfen nicht ins Ziel. Doch, doch. Ein Herz für Pommes. Keine macht den Pommes. Gibt's nicht. Beide Hotdogs und beide Pommes sind durch. Oh ja, stimmt. Hotdogs gibt's auch, ja. Aber Hotdog kann man normal freischalten. Und verraten uns. Das Fastfood. Ja, der Fastfood. Oh, nee. Oh, das ist ja schwer. Ja, das habe ich tatsächlich nur einmal gespielt und das ist echt mies. Ach, das ist easy. Aber da bin ich runtergefallen und dann war es ganz aus bei mir. Ja, ja, ja. Du bist sofort aus, wenn du da in das komische Spiel kommst. Wenn du das ist echt, deswegen, das ist echt schwierig. Ach, das geht schon. Das geht, sagst du? Na, dann schauen wir mal, ob es geht. Ob es läuft bei uns, der Schleim. Vor allem die Leute einfach mal vorlassen, weil dann die hauen sich garantiert gleich alle runter. Nö. Warum auch? Nee, hier ist nur qualifizieren, hier darf man glaube ich runterfallen, oder? Hier ist man nicht direkt raus. Nein, nein. Ja, aber da kommt so ein Schleim, wenn du das, oder dieses... Ja, okay. Der Schleim geht... Weg. Okay. Der Schleim steigt auch noch nach oben, gell? Also... Oh, ja, shit, shit! Wieso sagt mir das keiner? Was? Nein! Du musst ich bin lesen. Ausgeschieden! Nein, das wusste ich nicht! Ich hab's noch nie so lange gespielt in der eine lesen. Karte. Ach, shit! Wer lesen kann, ist klein Vorteil. Ja... Ach nee, ja oh, schade. Nein. Das wusste ich nicht, ach verdammt, das war zum Schluss ein bisschen Kugel unnötig. Ich hab runtergehauen, leider. So, Tommy sieht ganz gut aus. Bist du der Erste dabei, Tommy? Ja, ich bin vorne. Jawohl. Die bewegen sich nicht ganz so schnell hier, die Hämmer, die sind noch... Das sind Team. Nein, das hier ist, so das hier ist einfacher ist als der Anfang, finde ich. Ja. Ja, Anfang ist echt... Komischerweise. Ja klar, oben, wo es halt eng wird, das ist halt doch nochmal nervig. Aber so ja. Oh Junge, Alter, was machst du denn für ein Auge? Oh, war das Glück. Das war Glück. Oh, oh, hier die Kugeln sind aber auch nochmal fies. Wenn es dich da erwischt, dann bist du auch. Ah, den kannst du locker ausweichen. Ja, ja, klar, das schon, aber wenn es dich hier erwischt, dann bist du ganz raus. Weil die hauen dich nochmal ganz. Aber ja, genau, richtig. Easy. Ja, gut. Sehr gut. Nice. Ja. So, ist Whitey noch drin? Ja, da war er gerade. Nein. Doch, ja, da ist er. Ja, sehen. Komm, Whitey. Whitey, do it. Do it. Da immer schön geduldig bleiben. Ja. Genau, hier ist Geduld. Immer nur einmal. Nicht zu gierig. Oh, no! Oh, wie war das mit dem geduldig und nicht zu gierig? Ja, dann geh weiter, sonst kommt der Schleim. Der Schleim ist schon fast da. Oh mein Gott, der Schleim ist fast da. Schleimisch. Oh, wow. Ja, jetzt darfst du nicht mehr runterfallen. Oh, jetzt durch, schön. Jawohl. Das hast du. Jetzt in einem Lauf. Jetzt nur noch mal in die Kugeln einem hier. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass in einem Spiel so viele Leute rausgehauen hat. Oh, nein! Oh, der Wolf, guckt euch das an. Ja, der schafft's noch. Der hat sich da durchgeglitscht. Ah, schade. Ja, Es sind nur 8, das heißt, das Finale kommt jetzt wahrscheinlich schon. Ja, Alter, also, das war jetzt. Huiuiui. Peng. Nein. Jetzt nur noch eine Pommes da. Ja. Der Fastfood-Verrat. Ja, sie haben mich erst verraten. Nach hinten losgegangen. Na, wir haben einen bis zum Ziel geschafft, einen Fastfood-Menschen. Mann. Okay, ja, war jetzt. Fußball, okay. Mit so wenig Leuten. 4 gegen 4. Boah, ey, da bist du leider mit 4 Mann im Finale, ey, krass. Stimmt. Okay. Ja, also, gebt euer Bestes. Ja. Haut rein. Wir schauen rein, der Pommes, Mann.
Wir haben den Pommes, Mann. Die haben nur gewinnen. Ich wollte gerade sagen, wer die Pommes hat, gewinnt. Oder so ähnlich. Sagte der, der als Pommes schon rausgeflogen war. Das wird jetzt echt interessant mit 4, also. Ja, das kann jeder. Die haben auch einen Torwart eingestellt, auf jeden Fall. Die spielen clever. Der steht da im Tor, yo. Aber wir haben auch einen Torwart. Komm, komm, komm. Ja, Tommy. Tommy macht das. Tommy macht das Tor. Ah, der hält mich auf. Das TO in Tommy steht für Tor. Das zwei Bälle sind das. Vor- und Nachteil. Ja, ja. Halte ich erstmal fest. Jawohl. Nein, 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 nein! Oh, nein. Auf der Linie geklärt, auf der Linie geklärt. Jetzt hat! Ja! Die haben einen Torwart, die haben einen Torwart. Ja und? Ja und? Den machst du oben rüber. Ja, über Bande, Tommy, über Bande! Bande! Der andere auch noch? Nee. Jetzt wieder von der Seite, von der Seite! Ja, von der Seite! Ja, jawohl! Wo ist der andere Ball? Ah, da, okay. Oh. Der schöner Körper. Ah, stand leider einer ganz gut. Wo ist der andere Ball? Ja, da drüben ist der andere Ball. Oh nein, der Ball ist nicht gut. Nein, 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 nicht der andere Ball, nicht ins Tor rein. Schön. Ah, schön gerettet. So, jetzt hier die zwei. Die Krokus haben noch den Torwart vor sich. Die zwei Stürmer. Oh, der Torwart ist überwunden, aber es ist ein neuer Torwart gekommen und der macht ihn selber rein. Eigentor! Jawoll! Sehr gut. Nice. Gleich hier den nächsten Ball. Wo kommt denn der da? Jawoll! Ja, der macht das auch super. Oh, das war nice. Direkt rein. Da haben sie einmal den Torwart richtig drin direkt gehabt. Wieder warten, direkt hier wieder warten. Komm, Zombie. Jawoll. Das hat damals bei Ding schon funktioniert gehabt, ganz gut bei Rocket League. Da haben sie am Anfang immer gleich den Ball direkt ins gegnerische Tor und so. Ja, dann hat das einfach nur schwache Gegner. Ja, ja. Ja, aber ja, ja. Aber diesen ersten Ball, der von oben runterkommt, halt mit dem Kopf direkt treffen, das war immer schon gut. Ah, shit. Ah, passiert, passiert. Noch steht's hier 3-0. Alles easy. Ja. Schöne doch, Parade. Doch. Doch, doch, der Tommy macht das. Super Torhüter. Der Whitey. Und jetzt Flugkopfball. Der aber von der anderen Seite, der hast du schön abgelenkt. Oh, jawoll, ja. Schön abgelenkt. Oh, der macht und das ist 5-0. Nice. Die warten hier auch schon auf den nächsten Ball. Ah, sie haben nicht aufgegeben, immerhin. Immerhin tapfer. Auf den nächsten Ball machen aber nichts raus. Jawoll, jawoll. Jawoll. Schön. Ja, der andere steht dann nur noch da, der Pfosten. Hat schon aufgegeben. Ah, nein! Ja, es läuft nochmal. Zweimal an den Pfosten, 3 Sekunden noch, das war's. Das war's. Das ist der Sieg für den Tommy. Sehr gut. Team Tommy hat gewonnen. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, ey. Ja. Jetzt kommt wahrscheinlich dieses Schweifklauspiel, oder? Das Schweifklauspiel ist, ja, das ist meistens denk nur so 4 oder 5 so am Ende Spielern. Sind. Ja, ja. Das habe ich auch einmal gewonnen. Und einmal hat es mit 2 Sekunden vor Schluss jemand den Schweif geklaut. Das war richtig ärgerlich. Oh mein Gott. Es ist Dinosaurier gegen Pommes. Es ist Team Dinosaurier gegen Team Pommes. Jetzt bin ich ein bisschen unentschlossen, für wen ich sein soll. Ich bin eigentlich für Tombi, aber Team Pommes ist halt schon Riesenpatzer. Was ist denn das? Ah, oh, ja, das ist mit dem Schweif. Das Schweifklauspiel. Ja. Genau. Wer als letztes den Schweif hat, gewonnen. Ja, ja. Wird der Tombi den Schweif halten können? 2 Raptoren, ein Triceratops und eine Pommes. Oh, du hast ihn sogar, ja. Mit so wenig ist es natürlich auch nice. Weil es natürlich viel schwieriger ist, dann den einen zu bekommen, der ihn hat. Jetzt hast du 2 Schweifs. Tombi hat den sogar, okay. Wo sind die anderen? Der eine kommt von oben runter. Der eine kommt schon, der eine macht schon extrem Auge. Der andere, der andere, Pommes lauert andere, in der Mitte. Pommes wartet in der Pommes, Mitte. Ja. Pommes lauert in der Mitte. Da wollte der Triceratops ihn. Das war gut. Sehr gut. Tommy ist hier. Versuchst du gar nicht, den Schweif zu holen? Er hat ihn schon. Ich hab ihn schon. Er hat ihn von Anfang an gehabt, einer hat ihn am Anfang. Ich hatte ihn tatsächlich ja, aber du bist doch dabei, oder? Ja, beim Zuschauen. Ich bin schon lange raus. Ich bin schon ganz lange raus. Ich bin doch bei dem. Kommentiert einfach so gut, dass man denkt. Ja, als wäre ich mittendrin dabei. Nein! Schade, schade. Aber noch ist nichts verloren. Hey, ich dachte, du wärst die Pommes, die übrig geblieben ist. Nee, mich hat's doch schon im Schleimspiel schon vor langer Zeit erwischt. Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Schleimwars. Der Schleim war's. Haha. Egal. So, Minute war das? Tommy spekuliert, dass er runterfällt und er spekuliert gut. Der spekuliert gut. Wieso kriegt er den denn nicht? Das ist so gemein. Viel Spekulatius. Ja, ja, ja. Da ging er ihn auf den Keks. Nee. Oh Mann. Komm, Tombi. Nicht hinterherlaufen, abschneiden. Ja, genau. Abschweifen. Tommy, geh andersrum. Ah, ich sag nichts. Ja. Ja, doch, jetzt, nice. Ja, jetzt Tommy hat ihn. Jawohl, Tommy hat ihn jetzt noch 20 Sekunden halten. Renn!
Die sind weit weg. Oh, jawohl. 16. Oh. 5. Oh Gott, da ist er weit weg. Jetzt noch. 10 Sekunden. Oh, das war's, 10. Das ist es. Nicht runter. Ah. Von welcher Seite kommen die? Kommen die, wo kommen die? Da kommen die. Nee, die Seite ist besser. Fünf, ja. Passt. 3. 2. 1. Komm. Domi hat gewonnen. Woo. Yo. Nice. Geil. Pui. Spannend. Ja, aber echt, ey. Aber das ist auch echt immer richtig spannend, wenn man da der Letzte noch ist. Aber das Schweifspiel ist machbar. Ja, das stimmt. Stimmt, wir haben die Türenlauf endlich mal. Ja, nice. Na dann schauen wir mal, ob wir mit unserer Liebe Türen öffnen können. Frozen lässt grüßen. Nein, die Liebe ist eine offene Tür. Stimmt. Das heißt, wenn wir jetzt gegen verschlossene Türen laufen, dann war es das mit der Liebe. Zumindest von der Tür. Ja. Ich mag dieses Schweigen. Es ist so schön, wenn man irgendwas Dummes sagt und keiner sagt mir was. Nur Schweigen gut. Ist doch Zustimmung, oder nicht? Genau, Schweigen ist Zustimmung. Mit Anlauf! Oh. Jawohl! Mit Anlauf in die Tür, die nicht offen war. Direkt erstmal alle kaputt gehen. Ah, schön. Schön. Richtig schön, den Kopf angehauen. Aber mein Kopf ist zum Glück relativ gepolstert, mein Pommeskopf. So, es hat schon einen Grund, dass die nicht offen ist, die Tür. Oh Mann. Bin ich da? Das ist natürlich nur enge Wege hier. Ich bin nicht besonders weit vorne, muss ich sagen. Gar nicht schon mal so gut hier. Vor allem mir ist Tür im Weg. Türteile sind im Weg. Ich komme nicht weiter. So, jetzt aber hier durch. Yes! Ich hab auf die richtige Tür gesetzt. Wird es das Spiel auch auf Xbox geben? Ich weiß es gar nicht. Ja, gerade geflogen. Nein, auf Xbox gibt's das nicht. Nee. Die Frage war, ob es da auch geben 5. wird. Shit, ich bin ganz schön weit hinten. Jawohl, Nein, ich schaff's glaube ich nicht. Nein! Nein! Türpech gehabt. Ach, da hast du ja schon vor der Wand gelaufen, wa? Ja, ich bin so ich war so motiviert am Anfang und bin dann direkt in die falsche Tür rein und dann war ich in der großen Masse drin und bei mir nicht mehr rausgekommen. Mann. Bei mir waren alle Türen geöffnet. Ja, das mit der Liebe hat bei mir offensichtlich nicht funktioniert. Ah, Mann. 45 sind qualifiziert, alles klar. 45? Ja. Hexenwerk. Ach. Oh, jetzt schon? Noch mehr Liebe für euch. Anderes einfallen lassen. Ich würde gerne nochmal dieses Schleimspiel gerne nochmal spielen, ehrlich gesagt. Schleimspiel? Ja, da wo der Schleim so langsam ansteigt, weil ich das so verkackt habe. Das habe ich bis jetzt nur zweimal bekommen. War, ne? Nein, aber das ist aber auch mit am schwersten. Ja, das ist auch am schwersten, aber das kommt halt auch so selten. Ich habe es verschleimt, ja. Ich bin auf den Schleim gegangen, aber... Nee, aber das kommt echt ganz selten nur, kommt das Spiel. Also wie gesagt, das ist eines der seltensten Spiele, glaube ich. Sind die Herzen, die Herzen. Wieso schaue ich eigentlich irgendwie im Random zu? Ich weiß es nicht, Herzen! Hätte mich doch gar nicht treffen können! Oh, Whitey hat schon wieder ganz viel Liebe um sich. Wieso kann ich die nicht greifen? Was ist los? Ey, was ist das für ein... Jetzt aber. Jetzt aber, Whitey. Ich check's nicht. Schau mal, Alter, check's nicht. Ey, ohne Scheiß. Der Knopf ist fast kaputt bei mir. Jetzt habe ich ihn. Ich drück R2 und es passiert nichts. Ja, das kenne ich. Die kenne ich. Die blauen, die kannst du nicht auf unsere Seite ziehen, ne? Ja, ist schon klar. Oh, da ist einer direkt neben mir. Jetzt springt doch nicht auf mich drauf. Wir führen momentan noch. Sieht ganz gut aus. 6 zu 5 zu 13. Komm, 5 Stück noch. Wir verlieren ein bisschen. 4 zu 11. 4 zu 10. 3 zu 9. 2 zu 9. 1 zu 8. Ja, das ist ein Sieg. Das ist ein Sieg. Hä, ich hab ihn festgehalten! Was ist das? Wo ist er? Das ist eine gute Frage. Na, wo auch war, ihr habt ihn geholt. Ich hab ihn festgehalten. Das kann doch nicht sein. Egal. Das war echt früh, um die Hälfte des Teams rauszukicken hier. Ciao. Jo, 23 noch. Na dann. Auf geht's. Holt den Sieg. Komm, irgendetwas Neues. Ich will was Neues haben. Was möchtest du denn Neues haben? Ich weiß nicht, was Neues. Ah, das ist nicht toll. Boah, zu 23. Das wird eng. Oh, das stimmt. Das sind echt extrem viele. Das ist eng. Ich lass einfach alle mal vorlaufen. Läuft bei dir. Wobei, am Anfang kann man auch ruhig mal vorlaufen. Das ist eigentlich wurscht am Anfang. Qualifiziert. Nee. Einer stand da gerade eben da. Ich war kurz verwirrt. So. Einer ist zu. Einer ist leider nur qualifiziert. Lauft los. So, von einem Land zugeschaltet, schaut mal ein Whitey zu.
Lauft los, Minions, lauft los. Streifen, Whitey. Nein, jetzt ist das schon richtig weit. Ja. Ah, ich werd runtergeschossen. Alter, aber er ist runtergefallen. Aber der hat einfach die Taktik immer einen überspringen. Da kannst du natürlich Glück haben und du kannst Pech haben. So, Whitey ist auf jeden Fall in der Führungsgruppe hier vorne drinne. Das sieht schon ganz gut aus. Stau. Tommy ist ja, glaube ich, links neben. Ich wurde runtergeschubst. Das war's. So, jetzt wird's spannend. Wo geht's weiter? Ich werd so weggedrängt. Alter, jetzt ist ja richtig Rage-Modus. Das war's. Und Whitey ist im Ziel. Och, das ist so ein... Ich hab's zum Glück geschafft, aber... Das sind viel zu viele Leute. Das ist ein Mistspiel. Das ist auch das, was ich, glaube ich, am wenigsten mag. Zumindest. Hat's der Whitey geschafft? Ja, ich bin dabei. Okay. Jawohl. Jawohl. 50%. 13 sind qualifiziert. Wird wahrscheinlich nochmal ein Teamspiel kommen, ne? Ich glaube, es ist gerade überall warm draußen, weil da gerade jemand gefragt hat. Also auch bei mir ist es warm, ja. Und hier drinnen ist es vor allem warm. Drei Bildschirme plus ein Beamer. Das ist warm. Fußball kommt relativ häufig auch, muss man sagen. Wie teilen die das denn jetzt auf? Ist einer Schiedsrichter? Ne, wer hat ein Mehr? 4, 6, wir haben ein Mehr. Wir haben ein Mehr. Also bitte. Das ist schon unfair, ne? Wenn wir blau sind. Also wenn stimmt, Alter. Ja, ihr seid blau. Blau. Na dann, mit einem Mehr muss es ja auch was werden, oder? BVB. BVB. Alle. Scheiße. Auf geht's München. Auf geht's München. Achso, meinst du, wir sind jetzt für die 60er oder was, weil die hier blau sind? Ja, genau, richtig. Ah, okay. Das ist 60 gegen BVB. Okay. Was macht denn der eine da? Der trägt das. Was macht denn der? Der wollte das Eigentor machen. Der hat momentan sind wir noch bei 120 und nicht bei 60. Schön. So, jetzt geht's aber Richtung Gelbe. Also die halten sich ja ganz gut dafür, dass sie ein weniger haben, aber das ist natürlich klar, jetzt ist die Motivation ist groß. Die Wut ist da dafür, dass sie einen weniger bekommen haben und deswegen... Was für ein Flugkopfball! Der Torwart hat den fast noch rausgehauen, das war eine richtig krasse Parade. In der Mitte abstauben. Aber der Taucher macht das auch, der Taucher weiß, was er macht. Ja. So funktioniert das nicht, ihn von hinten zu umarmen, damit haust du ihn nicht weg von mir. Ey, Leute. Tom wieder weise. Ping-Pong mit dem Fußball. Und Eigentor! Fast. Das war leider noch mal ein Pfostenkracher hier gerade eben. Aber, Köpfe! Die Köpfe, sie beide bellen. Bälle rein, komm, beide Bälle direkt rein. Geh da rein, Mann! Ich bin da rein! Und da ist er drinne. Und der andere hat gut aufgepasst und schiebt einfach die Kugel gemütlich rein. Ich wollte gerade sagen, der schiebt da die ruhige Kugel. Eine geil! Der war nice, der war richtig nice. So, jetzt hab ich das... Ah, der hat den... Oh, das war gut. Das war gut schön gestoppt. Oben gehalten. Oh, gleich nochmal. Das artet hier in Volleyball aus. Ich wollte gerade sagen hier. Warum hältst du mich denn? Nein, 4-1. Du Fisch. Da kommt schon 4-2. Nee, da ist noch einer vorne. Vogel hält Vogel. Ah. Vogel wild. Ey, Junge, mach was doch auf deinem Tor. Was tust du denn da? Och, Junge. No, das ist 4-2. 4-2, ey. Der Anschlusstreffer. Gott sei Dank gibt's hier kein Rückspiel. Nee. Oh, der Torwart wird festgehalten, Tom. sie halten sich gegenseitig fest. Jungs, ihr müsst spielen. Jawohl. Ja, das könnt ihr schon mal. Es hat funktioniert, du hast ihn abgelenkt. Du hast ihn abgelenkt, das hat funktioniert. Ein ganz faires Tor war das. Ganz faires Tor. Steh in die Mitte. Indem er einfach den Torwart umarmt. Wunderbar fair. Ja, gut. Die Ananas freut sich. Das Ding ist auf jeden Fall gelaufen. Der Whitey schummelt doch. Nee, der Whitey jetzt drauf. Boah, Flash, Alter. Raus, jau ab. 7. Ja, genau, das ist FIFA 21. Wir spielen gerade FIFA 21. Ultimate Team Modus. Ultimate Team. Sag mir jetzt, Whitey, einer von uns macht das. Ich habe den Zuschauermodus, der ist ganz neu. Das ist super. Da kann man zuschauen, wie andere Leute spielen. Richtig geil. Das ist der Kommentator-Modus. Genau, das ist der Kommentator-Modus. Oh, ja, das ist okay. Oh. Weggehext. Na, Whitey, jetzt Revanche. Dieses Mal muss das doch. Diesmal ist nicht eine Ananas. Doch, ist wieder eine Ananas dabei, oder? Ja, ist es wieder eine Ananas. Nein, die war beim Gegnerteam. Ah, doch, das war. Ach, es gibt noch eine Ananas. Es gibt noch eine Ananas. Eine Ananas mit Hühnchenunterteil. Zombie. Am wichtigsten. Okay, du bist da ganz hin, alles klar. Sehr gut. Dann können wir uns schon mal nicht in eine Quere kommen, das ist gut. Na dann. Viel Erfolg euch beiden. Einen will ich jetzt auf dem Treppchen sehen. Oh, verdammt. Mal schauen, wer es aufs Treppchen schafft von euch beiden. Ah, die Spannung liegt hier in der Luft. Whitey macht hier einen weiten Sprung, ist immer noch in der obersten Ebene. Das läuft richtig gut bei ihm momentan.
Ah. Das ist natürlich clever, hier immer langsam zu springen, ja? Und dann immer nur von einem zum anderen, wenn sie wegbrechen. Zu. Wie bitte, Len? Ich schaue bei einem Tommy zu, der hat gerade ganz knapp einen Sprung nicht geschafft, schade. Oh, schönes Ding, Whitey. Ah, Mist. Whitey ist immer noch in der obersten Ebene. Wahnsinn, ja, den schaffst du nicht mehr, den Sprung. Na, jetzt nein, gleich drei Ebenen gefallen, oder? Ja, jetzt bin ich das war bitter. Ja, das ist immer richtig ärgerlich, sowas. Ah, wer hoch hinaus ist, der fällt auch manchmal ganz tief. Wer hoch hinaus ist? Der blockt mich. Ja, er wollte ja nicht hoch hinaus, er will eigentlich nur oben bleiben, deswegen hat der Sprung nicht gepasst, deswegen musste ich ihn ein bisschen umdichten. Mensch, der Dichter. Nein, ich habe nicht vor, FIFA 21 Ultimate Team zu spielen. Scheiße, guck mal, er da hinten, ey. Komm, mehr von Fall Guys, also ich könnte mir vorstellen, das noch weiter zu spielen. Mir macht's auf jeden Fall viel Spaß. Gerne. Vom Tommy kam auch gerade schon einem gerne. Ja, Ego ist hier am Konzentrieren. Len sagt gar nichts, wenn er Ego konzentriert. Das, muss ich da was dazu sagen? Nö. Achso, das ist schon klar, oder was? Nö. Okay. Na, dann schauen wir mal, ob der Len noch mit dabei ist. Den Len stört es, glaube ich, so ein bisschen, dass hier Verzögerung drin ist. Dass so ein leichtes Input-Lag drin ist, was er aber nein, hier nicht hat. Das ist wurscht. Nicht? Okay. Ach, gucken wir, ob ich drauf Lust habe, ob ich Zeit habe. Okay. Ja, das ist ja sowieso. Ja. Also, dass man eine Zeit hat, ist immer so eine Voraussetzung, so eine gewisse. Ja, schauen wir einfach, wer Zeit hat und Bock hat und dann machen wir vielleicht noch ein paar Runden irgendwann mal. Jetzt sind wir auf jeden Fall noch mittendrin. So. Whitey ist immer noch weit oben, lila eine Ebene. Drei hat schon rausgehauen. Tommy ist auf. Zwei, oh, es ist ein Kampf. Oh, Tommy gegen Whitey! Tommy gegen Whitey! Ja, aber es lebt noch ein anderer. Einer ist noch unten. Nee. Achso, einer ist aus. Nein! Der Whitey fällt nach unten. Stimmt, einer ist nach unten, ja. Whitey hat den dritten Platz geholt. Au. Oh. Was ist denn der andere eigentlich? Oh, das ist eine Ebene. Du stehst ganz schlecht da in der Mitte. Ja, aber er schafft es gut zu landen. Oh, nicht hinterherlaufen! Niemals an der Seite hinterherlaufen! Ja, Whitey, du bist vorhin, Wolf! Ja! Der ist vorhin runter! Der Tombi! Sei die Eule! Ah, nice! Tommy der Weise hat gewonnen. Schade, wie bist du runtergefallen denn bei den Gelben? Du warst doch noch auch bei der gelben Ebene, ne? Ich wollte genau da rüberspringen, wo du langgelaufen bist und du bist gerade über die Platte gelaufen. Ah, sorry, hab ich gar nicht gesehen. Da war man so im Tunnel, so konzentriert irgendwie. Alles gut. Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!